nicht mehr so, wie es gewesen sein sollte. Ja, hier kommt jeder mal zum Einsatz. Über die Bande ist hier leicht zu springen, aber längst nicht so extrem wie noch vor ungefähr 20 Jahren, als Primož Peterka die ersten Gesamtweltcup-Siege holte. Jetzt kommt Stefan Kraft. Für Österreich vielleicht das Ziel, jetzt vor den Polen wieder zu sein am Ende. Der kleine Zweikampf hier in der letzten Gruppe mit Kamil Stoch. Entscheidet er den für sich? Hallo? Hallo? Kommst du da bald runter? 250 Meter und mehr. Müssten das jetzt gewesen sein? Oder habe ich mich verguckt? Er hat ihn aufgegeben, er hat gemerkt, es geht zu weit, es wird zu flach. Es war aber auch ein toller Aufwind da unten. 2,51 sind es geworden. Neuer Schanzenrekord in Planitza. Heimlich, still und leise hat er sich heute hier angeschlichen, der Kraft. Und dann macht er wieder sein Ding hier. Perfekt. Ich glaube, ging es noch um die Stockholm-Platzierung, ums Podest. Das war jetzt sein bester Skiflug, den ich heuer gesehen habe. Auch im Weltrekord eingerechnet, auch wieder auf seinen anderen Anzug umgestellt im zweiten Durchgang. Wenn es um die Wurst geht, packt er den aus. Und jetzt wird er so stabil, es trägt dermaßen, jetzt wird man es gleich sehen. Jetzt merkt er, es geht zu weit. Schauen wir auf die Arme. Ja, jetzt, jetzt. Er ist noch so hoch, aber timet es hin, dass er stehen kann. Ja. So gesehen gut, dass dieser Landebereich da unten so deutlich markiert war oder ist. Da hat er sich dafür entschieden, es lieber gut sein zu lassen. Manch anderer wäre vielleicht noch hinterhergegangen und hätte es versucht, da rein zu landen in die 255. Also jetzt haben sie hier im Planitza auch die 250er, auch wenn er